Ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Toolbox-Video. Ich plaudere mal wieder ein bisschen aus der Werkzeugkiste. Heute geht es um Verhältnisse, nicht Familienverhältnisse oder nicht das Verhältnis mit der Schwester eurer besten Freundin oder sonst was oder finanzielle Verhältnisse. Nein, es geht um Seitenverhältnisse beim Videomachen. Ist ein wichtiges Thema, was häufig vernachlässigt wird, aber was einfach ein bisschen Sorgfalt braucht, und dann sehen die eigenen Videos um einiges besser aus, beziehungsweise man hat einige Probleme nicht. Ich habe hier einfach mal was in Windows Movie Maker vorbereitet. Ist eine Software, die kennt jeder, weiß jeder, wie sie funktioniert, kann jeder nachvollziehen, was ich hier mache. Das ist der Vorteil daran. Also, Seitenverhältnisse. Damit ist das Verhältnis gemeint von Breite zu Höhe des Videos. Und da gibt es ja, gibt es drei Standards. Einmal 4 zu 3. Das ist so von den älteren Fernsehern und TFTs. Das sind so die bekannten Auflösungen: 640 mal 480 bei VGA, 800 mal 600, 1024 mal 768, 1280 mal 1024. Na, als Auflösung, die Zahlen sagen euch was. Das sind die Auflösungen mit dem Seitenverhältnis 4 zu 3. Dann gibt es das Breitbandformat, was sich heute eigentlich immer mehr durchsetzt. Der Videoplayer von YouTube, der ist zum Beispiel automatisch, oder das Bild, was der bearbeitet, ist automatisch im 16 zu 9 Format. Und das sind die Auflösungen, die heute auch als HD bezeichnet werden. Das ist zum Beispiel eben 1280 mal, was sind's? Nicht 768 mal 576 oder 1024 mal 576 und 1280 mal 700 irgendwas. Wir werden uns die hier mal anschauen. Dann gibt es noch 16 zu 10. Das ist das Bildformat, in dem die meisten Computermonitore sind. Das ist ein Verhältnis, das einfach ein bisschen höher ist als 16 zu 9. Einfach wahrscheinlich deswegen, damit man einen Film im Seitenverhältnis 16 zu 9 auf dem Bildschirm ansehen kann und unten einfach noch ein bisschen Platz bleibt für die Menüleiste vom Player, damit die nicht im Videobild drin ist. Nehme ich mal an. Was heute Standard ist und was jeder eigentlich versucht zu machen, und was ihr auch anstreben solltet, ist das 16 zu 9 Format. Am besten in der Auflösung, genau, 1280 in der Breite, 720 Punkte in der Höhe. 1280 mal 720, das ist die sogenannte HD-Auflösung. Es gibt dann noch Full HD, das wären 1480 Zeilen mal 1080 Punkte, glaube ich, oder sowas. Egal, Standard ist eigentlich 1280 mal 720, also das normale HD-Format, 16 zu 9. Und wir werden uns hier einfach mal angucken mit Windows Movie Maker, wie man oder was man bei seinen Eingangsmedien beachten muss. Also wenn man selber was vom Bildschirm abfilmt oder wenn man eine Grafik macht, ein Bild macht, was dann bei YouTube wirklich den Player, das Playerfenster ausfüllen soll, was man da beachten soll. Wir schauen uns einfach mal erstmal an, wie das Ganze in 4 zu 3 aussieht. Windows Movie Maker schaltet hier nämlich sehr schön um. Jetzt sieht man hier das Fenster, das Vorschaufenster hat jetzt das Seitenverhältnis 4 zu 3. Und Movie Maker macht es so, dass er Bilder oder Videos, die ich hier auf der Zeitleiste habe, zwar automatisch auf die Framegröße anpasst, also möglichst bildschirmfüllend darstellt, aber eben nicht das Seitenverhältnis automatisch anpasst. Und da können wir sehr schön sehen, was dabei passiert. Wenn wir uns nämlich hier mal das erste Bild angucken, das hat eine Auflösung von 1420 mal 768, ist also im 4 zu 3 Format, füllt hier das Bild komplett aus. Wunderbar.
Auch ein anderes Bild in anderer Auflösung, 800 mal 600, also auch wieder 4 zu 3, wird formatfüllend dargestellt oder bildschirmfüllend dargestellt, weil es eben dasselbe Seitenverhältnis hat. Ein bisschen anders sieht es aus, zum Beispiel bei Sachen, die ich bei mir vom Bildschirm aufnehme mit Fraps. Die sind in 1440 mal 900 und das ist das Seitenverhältnis 16 zu 10. Da wird jetzt das Bild so weit aufgeblasen, dass es in der Breite passt, weil das 16 zu 10 Format aber flacher ist als das 4 zu 3 Format, bleibt oben und unten ein schwarzer Rand. Dann sehen wir mal, auch hier nochmal, 1440 mal 900, also 16 zu 10. Das ist also eine Original-Fraps-Aufnahme, hier von einem meiner Minecraft-Videos. Und als nächstes haben wir dann hier das richtige 16 zu 9 HD 1280 mal 720. Ja, da seht ihr im Vergleich zu 16 zu 9, 16 zu 10. 16 zu 9 ist noch ein bisschen flacher und der schwarze Streifen oben und unten ist entsprechend breiter als bei 16 zu 10. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, so sieht's also aus, wenn die verschiedenen Seitenverhältnisse hier in einem 4 zu 3 Fenster dargestellt werden. Und wenn wir Windows Movie Maker jetzt einmal umschalten auf das 16 zu 9 Format. PAL oder NTSC ist dann nur wichtig für die Bildwiederholfrequenz, die Movie Maker hier generiert. Dann sieht das schon anders aus. Ja. Jetzt haben wir also hier das gewohnte Breitbandformat, wie es auch der Player in YouTube hat. Und wenn wir uns jetzt das Bild in 4 zu 3 angucken, 1024 mal 768, wird wieder jetzt angepasst natürlich auf die Framegröße, aber da 4 zu 3 schmaler ist als 16 zu 9, haben wir rechts und links die schwarzen Streifen. Ebenso, wenn wir die niedrigere Auflösung haben, auch wieder mit dem Seitenverhältnis 4 zu 3, auch da haben wir wieder rechts und links die schwarzen Streifen. Nicht ganz so schlimm ist es bei 1440 mal 900. Das sieht man relativ oft bei YouTube. Wenn jemand also in 4 zu 3 aufnimmt und also auch in 4 zu 3 hochlädt, also dann entweder 1024 mal 768 oder 1280 mal 768, dann hat sein Video bei YouTube rechts und links diese schwarzen Streifen. Ja. Oder genauso, wenn auch nicht ganz so schlimm, wenn er eben wie ich in 1440 mal 900 aufnimmt, also in 16 zu 10, wie es bei den meisten aktuellen Monitoren der Fall sein dürfte, dann hat er auch rechts und links die Streifen, weil das Bild für das 16 zu 9 Format einfach ein bisschen zu hoch ist, beziehungsweise einfach nicht breit genug ist. Ja. Sieht man auch häufig bei YouTube-Videos, dann weiß man, aha, der hat hier in 16 zu 10 direkt von seinem Bildschirm aufgenommen und das nicht umrendern lassen. Ja, auch bei einer Videoaufnahme 1440 mal 900, 16 zu 10, rechts und links der schwarze Streifen. Und während das eigentliche Bild hier eben wirklich, man sieht es hier am Titel, der hier automatisch immer eingeblendet wird, der schwarze Streifen hier, das ist also wirklich noch nutzbare Bildfläche, die einem da verloren geht. Ja. Und wenn ich mir jetzt das richtige 16 zu 9 Format angucke, das ist hier wirklich bildschirmfüllend und nutzt die ganze Player-Oberfläche aus. Ja. Windows Movie Maker kann leider nicht das Seitenverhältnis anpassen, aber die meisten Videobearbeitungsprogramme, die ein bisschen mehr können als der Movie Maker, die können das. Ja, da kann man also dann für die einzelnen Szenen, die man da auf seine Zeitleiste packt, kann man dann bestimmen, dass nicht nur die Framegröße angepasst wird, wie es hier ja automatisch gemacht wird, sondern auch, dass das Seitenverhältnis automatisch angepasst wird. Und wenn man dann eine Aufnahme hat, wie hier in 1440 mal 900, so mache ich also auch meine Minecraft-Aufnahmen und alles, was ich hier mit Fraps abfilme, das ist alles in 1440 mal 900.
Wenn man also hier im Format 16 zu 10 aufnimmt und das dann als Video rendert im 16 zu 9 Format, 1280 mal 720, würden normalerweise rechts und links eben diese schwarzen Streifen bleiben, selbst wenn man das Bild also auf die Framegröße anpasst. Man kann außerdem bei vielen Videobearbeitungsprogrammen eben das Seitenverhältnis auch anpassen lassen, dass eben jetzt, wenn man in 16 zu 9 rausrendert und die Eingangsvideos aber in 16 zu 10 sind, dass dann eben das Bild einfach ein bisschen gestreckt wird und bei 16 zu 10 dieser schmale schwarze Streifen hier, wenn das also so ein Stück hier in die Breite geht, das sieht man kaum. Während andersrum, wenn ich hier ein 4 zu 3 Bild habe und das auf 16 zu 9 strecke, das sieht man, da werden also die Mädels plötzlich ein bisschen fülliger. Es wird einfach alles ein bisschen in die Breite gezogen. Da sieht man das schon, aber wenn man ein 16 zu 10 hat und das wird auf 16 zu 9 gestreckt, das sieht man kaum. Das geht also noch. Und deswegen sollte man das ruhig machen. Wenn ihr also wollt, dass eure Videos bei YouTube richtig bildschirmfüllend dastehen, so wie das hier, dann rendert sie auch wirklich im 16 zu 9 Format. Am besten natürlich 1280 mal 720. Und falls ihr nicht in diesem Format aufnehmen könnt, dann passt eben in der Videobearbeitung das Seitenverhältnis auch an. Lasst das anpassen, lasst also eure Videobearbeitung das Bild hier einfach ein bisschen strecken, dass also aus sowas hier, was mit Fraps aufgenommen wird, dass das eben einfach ein bisschen in der Breite gestreckt wird, dass also da rechts und links die schwarzen Balken verschwinden. Das mache ich nämlich bei allen meinen Minecraft-Aufnahmen, seht ihr ja auf YouTube, die sind wirklich formatfüllend, die sind nämlich gerendert in 1280 mal 720, damit YouTube die auch als HD-Video erkennt und auch in 720p, also in diesem 720-Zeilen-Format anzeigt auf mit der Auflösung. Und ja, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr eben entweder rechts und links die schwarzen Streifen oder YouTube zeigt euer Video maximal mit 480 Zeilen an. Das ist dann irgendwas 600, 720 irgendwas in der Größenordnung mal 480. Ja. Das ist also nicht die volle Auflösung erreicht bei YouTube. Also egal, in welcher Auflösung ihr aufnehmt, wichtig ist das Seitenverhältnis. Dürfte in den meisten Fällen 16 zu 10 sein, wenn man also so einen Breitbandmonitor vor sich hat. Dann kann man ruhig in 16 zu 10 aufnehmen und dann in der Videobearbeitung das strecken lassen auf 16 zu 9. Und in dieser Auflösung dann das Ganze rendern und hochladen bei YouTube. Dann wird also bei YouTube die ganze Fläche des Players ausgenutzt. Wenn man in 4 zu 3 aufzeichnet, dann muss man ein bisschen überlegen. Wenn man da das nämlich streckt, das sieht man unter Umständen, das erkennt man. Ja, und das Bild wird also verzerrt, erkennbar verzerrt meist. Bei Minecraft fällt es vielleicht nicht so auf, aber bei anderen Sachen dürfte es auffallen. Da muss man mal gucken, ob man dann vielleicht oben und unten vom Bild was abschneidet, damit man die nötige Breite gewinnt und da vielleicht bei der Aufnahme gleich drauf achtet. Oder ob man das ein bisschen streckt, dass man also rechts und links einen schmaleren Rand hat. Ja, da muss man immer von Fall zu Fall ein bisschen tüfteln. Das Beste ist natürlich, wenn man direkt in 1280 mal 720, also im Seitenverhältnis 16 zu 9, aufnehmen kann. Dann braucht man da nichts zu strecken. Hat also keine Probleme mit der Verzerrung. Wenn man in 16 zu 10 aufnimmt, dann sollte man ruhig strecken. Das bisschen Verzerrung, das ist kaum zu bemerken. Es sind aber dann eben einfach diese schwarzen Streifen rechts und links weg.
Und man hat eben auch, wenn man dann mit Titeln arbeitet, sieht das halt eben richtig aus, nicht so wie hier, dass das da auf der linken Seite der Titel einfach über den eigentlichen Bildrand hinausragt und so. Ja, das sieht dann also einfach besser aus. Gut, das war's. Oh ja, Stimme ist. Entschuldigung. Ja, damit sind wir also auch schon am Ende. Nicht nur meine Stimme, sondern auch dieses Toolbox-Video. Wie gesagt, Seitenverhältnis ist eine wichtige Sache. Darauf sollte man achten. Und ja, die meisten Videobearbeitungsprogramme bieten halt die Möglichkeit, das Seitenverhältnis anzupassen, sodass ihr also dann im richtig im 16 zu 9 Format eure Videos zeigen könnt und bei YouTube wirklich die ganze Fläche des Players ausgenutzt wird. Das war's von mir soweit. Adieu mit Ö.